Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox. Willkommen zur nächsten Folge von Now the Lost Eye. Wir haben ein neues Gebiet erkundet bzw. betreten und werden jetzt dieses dann mit neuen Rätseln und neuen hoffentlich Gegnern bezwingen. Ich hoffe, ich verliere meinen Boomerang diesmal nicht. Seid gespannt. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Willkommen zurück. Neues Gebiet, neues Glück, neue Waffe. Thors Hammer, schätze ich mal. Auch wenn es anders da funktioniert. Ja, ich bin gespannt, was uns erwartet. Können wir die Dinger runterlassen? Nein, kann man nicht. Okay. Also wir haben hier was Industrielles. Was? Gucken, ob man den wirklich nicht werfen kann. Doch. Ist eigentlich wie Thors Hammer. Der ist auch stärker. Auch weniger Schläge. Der Stab braucht ja so seine 2-3 Schläge. Der ist schon geil. Bin jetzt zwar nicht so der Hammer-Typ. Also, eigentlich schon. Aber nicht so der Freund von Hammer. Wow. Ist das Thorn? Ist das Thorn? Alright. Here we are now. Whoa. The device. Come, ist nicht now. Dein Ernst. Noch den Rest hier fertig, weil wir brauchen unsere Ressourcen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Tag. Mein Tag hat auch gut gestartet. Bin jetzt gerade mitten in der Planung, denn bald, ziemlich bald, wird es ein neues Büro geben. Ich ziehe nämlich um. Das werdet ihr früh genug noch erfahren. Vor allem, wenn dann einen Monat lang erstmal nichts von mir kommen wird. Ist leider so, aber die Vorbereitungen müssen sein. Im Sinne von neu einrichten. Die Wohnung an sich. Was ist das? Oh Gott! Okay. Ziemlich erschreckt. Ja, erschreckt mich ja immer so leicht. Ja! Neues Büro. Viel mehr Platz. Ein wunderschönes Haus. Ich ziehe mit meiner Freundin zusammen. Wird eine tolle Zeit. Ich freue mich. Wird aufregend. Dementsprechend. Ja. Brauche ich erstmal Pause. Wo machen wir das gute Teil hin? Machen wir hier rein. Klettern erstmal hier hoch. Ja, neues Haus, neue Wohnung. Viel mehr Platz. So viel Platz hatte ich noch nie im Leben. Dann bin ich echt gespannt, wie ich dann die Wohnung einrichten werde, vor allem das Büro. Ach, das wird schön. Wir freuen uns. Auch der kleine Paul wird sich freuen. Kann ich von oben hier angreifen? Toll. Ja, jetzt muss ich trotzdem runter. Na, Visier an. Na, okay, dann gehen wir halt runter. Oh. Toll! Ja, ich bin heute ein bisschen unentspannt. Haben wir hier irgendwas zum Heilen? Mein Herz bumpert ein bisschen zu arg. Wir haben nichts zum Heilen hier. Sonst ist überall immer was zu heilen. Aber heute irgendwie nicht. Lame. Kann ich hier... Nein, kann ich nicht drüber. Ja, okay, da müsst ihr jetzt halt durch, dass mein Herz bumpert. Das kriegen wir hin, irgendwo. Aber bevor wir da hochgehen, wir gehen ja erst einmal den Secret Room, den wir letztens gefunden haben. Ob das überhaupt ein Secret Room ist, ich weiß nicht. Aber so wie es aussieht, müssen wir vielleicht erst später runter. Wir gehen einfach mal runter. Was soll der Geiz? Bloß nicht loslassen. Oh, 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 das ist hoch. Wenn wir jetzt hier runterfallen, dann ist Ende Gelände. Das lassen wir nicht zu.
Sind wir noch hoch? Muss gleich ein bisschen mehr in den Raum hinein. Was ist das? Oh! Oh oh. Mein Herz bumpert zu arg. Das ist eine Tachykardie. Ach, das hat einen Aufzug. Oh 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 oh. Das gefällt mir gar nicht. Mal wieder runter. Mein Rücken. Energie! Jetzt einfach mal da durch. Mit der Energie, die ich habe. Oh, gar nicht gut. Okay. Da müssen wir durch. Mit dem Kopf durch. Ah! Gut, es war cheatend. Egal, ihr wusstet, dass da der Kern ist. Ich wusste es. Der Thorn-Kern. Den ich jetzt einfach mal so genannt habe. Hat irgendwie Ähnlichkeit. Viele Ähnlichkeiten. Das Zufall ist bestimmt. Oh, Energie wäre nicht schlecht. Wir kriegen das hin. Hard am Limit. Einfach nur aufpassen. Ein bisschen bedachter mit der Umgebung umgehen. Nicht so Hals über Kopf. Okay. Risikofreudig bin ich heute. No risk, no fun. So, dann drehen wir mal am Rad hier. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Und noch einen. So. Volle Energie. Wow. Da müssen wir, glaube ich, irgendwie hin, um dann da hochzukommen. I see, I see. Oh, mein Herz bumpert. Musik ertönt. Hier oben ist nichts mehr. Oh Gott. Oh, das war knapp. Okay. Müssen wir doch wieder runter. Spannung steigt. Ich glaube, mein Herz würde auch so klopfen. Wenn ich nicht mit zu wenig Energie bestückt wäre. Und jetzt kommt Spannung auf. Etwas Großartiges passiert. Ich fühle es. Yes, es ist auf. Gute Chor! Ich weiß, ob das eine gute Idee ist, da reinzugehen. Wer hat's getan? Was? Was ist das? Oh! Levitas! Ich bin ein Erdbändiger. Wenn Sie diese Steine sehen, können Sie diese Boxplattformen und einige Objekte bewegen. Nice!
Aber ich kann sie nicht werfen. Aha. Aber man muss es festhalten, okay. Ich weiß gar nicht, was es mir bringen soll, die alle auszufahren. Wir machen es einfach mal. Können wir die noch weiter ausfahren? Okay, Maximum. Noch eins. Das ist neu auf jeden Fall. Kann ich scheinbar nicht mehr rein. Gut, immerhin können wir Sachen draufstellen. Okay. Super. Komme ich da schon wieder nicht durch? Kann ich auf den Stein drauf? Ja, kann ich. Okay, machen wir es so. Denn wir sind ja schlau. Nehmen wir es als Stufe. Einfallsreich muss man sein. Tada! Ja, ich kann es so wegschieben. Das ist die Macht. Easy. Das kommt mir nicht in die Tüte. Ja, heute müsst ihr wahrscheinlich durch mit dem Herzgebumper. Kann ich nichts haben, kann ich nichts machen. Ist halt so. Da müsst ihr durch, Leute. Bisschen Spannung. Werde ich das schaffen, ohne zu sterben? Aber wir können safen. Oh! Keiner. Uah. Da hätte er mich gerade fast bekommen. Verdammt, wo kommen die alle jetzt her? Nein, komm her. Komm her, komm her, komm her! Schieb den Wal! Uah! Wo ist er? Keine Chance gegen mich! Hör auf! Ich höre es doch noch! Okay. Wir safen mal. Vielleicht haben wir ja die Chance, dass ich wieder volle Energie habe. Gucken wir mal. Nein. Okay, müssen wir so durch. Irgendwann mal kommt Energie. Ganz ruhig, wir schaffen das. Kriegen wir hin, Leute, das kriegen wir hin. Die können mir gar nichts.
Boah, sag mal. Wo ist mein Hammer? Nein! Ist er kaputt? Super. Du hast meinen Hammer zerstört. Das verzeih ich dir nie. Drecksklump. Kann ich auch kaputt machen? Nun. Du kannst mich mal. Oh. Bloß nicht. Stolpern. Bloß nicht stolpern. Oh, come on. Shit. Da komme ich nicht hin. Können wir hier runter? Ja, aber da ist die Sprosse kaputt. Da verletze ich mich nur böse. Ja, ich habe gedacht, ich kann es von oben heranziehen. Dem war wohl aber nicht so. Oh, jetzt sind es schon drei Dudes. Ihr kennt mich mal, sage ich euch. Ich werde jetzt nicht meine Waffe dafür verschwenden. Aber was ich machen kann, ist das da. Oh. Bam. Gegeben. Easy. So, jetzt können wir... Na? Irgendwie geht da nichts. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du auf mich zuläufst. Oh, der hat auch nicht mehr viel. So, was ist dein Problem? Warum willst du nicht rausfahren? Nee. Dann muss ich es nach unten. Ah. Geht doch. Das kann man noch rausschieben. Ah, diese Funktion, die hat schon was. Das ist schon nice. Hat was auf jeden Fall. Ah ja, das Spiel ist an sich ja schon sehr interaktiv. Was ich ja so. Oh Gott! Da hat mich die Interaktivität doch fertig gemacht. Wir müssen uns auf jeden Fall irgendwie heilen. Was ist los mit dir, Boomerang? Na super. Machen wir es gerade nochmal. Also heute. Wo ist die Kugel heute? Wo ist mein Boomerang? Boah, Boomerang goes wild. Easy. Schaffen wir. Nur, was machen wir mit diesem Teil da oben? Das wird ein Problem. Oh Gott! Von wo kommt ihr denn wieder her? Was? So, aber diesmal.
Klar, ich brauche eigentlich einen Plan. Den habe ich gerade aktuell nicht. Außer zu überleben. Ob das überhaupt möglich ist, die Frage. Ganz langsam. Ja. Mühsam, man nähert sich das Eichhörnchen. Ist das? Wie haben wir so wenig Energie bekommen? Natürlich. Keine Ahnung. Natürlich, weil wir so unvorsichtig waren. Oh, noch eins. Heute gleich haben wir es. Ich hoffe, man kann dann speichern da oben. Das ist immer ein fettes Problem. Das Ganze mache ich nie nochmal. Wir sind schon wieder ziemlich weit oben. Ja, das Spiel hat es mit Höhe. Sieht safe aus. Ja, was heißt safe? Einfach viel zu mächtig. Nichts kann mir anhaben. Wir sind ganz oben. Boah, schon wieder. Ich möchte gerne noch dahinter, weil vielleicht habe ich Glück und da ist Energie. Nein, aber Birdcage. Aber Birdcage. Raus mit dir, Fiep-Fiep. Wieder Dinger, die ich nicht brauche. Ruhe mit dir. Du hast nichts zu sagen. Okay, hoch. Also Ressourcen haben wir echt genug. Und ich habe jetzt auch genug. Ich will hier weg. Ich brauche Energie. Oh, es geht tiefer runter. Lass du das. Tschüss. Jetzt zu sterben wäre nicht so gut. Energie. Energie. Ganz viel Energie und ein Safe Point. Yes. Schnell Energie holen. Stille. Und safen. Jawohl, ja. Fühlt sich gut an. Hört sich auch gut an. Stille. Und das Einsammeln. Wir haben jetzt viele Bogen. Wieder, mittlerweile. Können ein paar Granats mitnehmen, weil ich hier immer noch nicht weiß, was diese
Plusquadrate sind. Nimm dann lieber Granites mit. Alles nehmen, was verfügbar ist. Und dann gehen wir jetzt da rein. Oh. Was ist das? Okay. Okay. Wo ist mein Boomerang? Hab ich den doch schon wieder verloren? Warum verliere ich immer? Da ist er doch. Mein Boomerang. Du bleibst bei mir, schön an meiner Seite. Ich brauch dich nämlich. Okay, gehen wir zum Olf. Oh, ein Rätsel. Gegnerkästen. Was denn das jetzt schon wieder? Oh, der Boomerang ist so nice! Oh. Ruhe jetzt! Ich glaube, das ist eine Armbrustmunition. Bin mir nicht sicher. Ruhe. Ich höre sie. Manchmal sind in diesen Kisten auch Dinger. Ressourcen. Ja, unten gammelt schon wieder was rum. Können wir damit was machen? Ja, farblich sind sie, aber machen kann ich damit nichts. Oh, das sieht cool aus. Irgendwo da unten gammelt's rum. Sonst ist hier nichts. Okay. Da unten läuft die Party. Hallo. Wollen Sie mich begrüßen? Kein Interesse. Gehen Sie. Ich habe gesagt, gehen Sie. Gehen Sie. Gehen Sie. Alter, ist der nervig. Da ist wieder was. Aus dem Weg, ich bin Doktor. Da geht's runter. Oh, das wird eine richtige Klettermanie hier. Wie eine Kletterparty. Schau mal hier. Alles kaputt machen. Ach du Scheiße. Also heute geht's wirklich ab. Weiter runter kann ich nicht. Okay. Müssen wahrscheinlich das da aktivieren. Was kann ich damit machen? Nichts. Okay. Irgendeine Bedeutung hat das, aber ich komme nicht drauf. Nach unten geht's. Dann gehen wir einfach mal hier runter. Nummer 1. Nummer 2. Oh Gott! Ja, ich wollte nicht runter.
Also eigentlich schon, aber nicht so. Kann man das drehen? Nee. Kann man nicht. Na gut, ihr seid ja jetzt vertraut mit dem Herzbonbon. Also machen wir gerade weiter mit dem Herzbonbon. Hey. Nein! Dann halt wieder auf altmodische Art und Weise. Spannung steigt wieder. Irgendwas muss ich doch hier wahrscheinlich aktivieren. Vor allem da hinten. Aber diese Kanonen müssen doch auch aktiviert werden. Vielleicht muss ich da erstmal drauf. Nein? Oder da hoch? Irgendwas muss man auf jeden Fall machen. Komm schon. Komm schon. Ich muss nur herausfinden, was ich als Cursor nehmen kann. Ich glaube, wenn ich bei dem unteren Strang, ich könnte jetzt nur versuchen zu erklären, das als Indikator nehmen, den unteren, mittleren, was weiß ich, Strang. Oh Mann. Kommt der jetzt da runter? Hör auf! Bleib liegen. Ich gesagt, bleib liegen. Gib um. Ein Schloss. Oh, Heilung. Achso, außenrum. Sehr gut. Wird meine Ungeschick doch noch verziehen. Ein Schloss. Bom. Wir müssen jetzt genug Rohstoffe haben, um irgendwas zu bauen. Okay. Das wird unser nächstes Ziel sein. Das machen wir jetzt nicht jetzt, weil ich glaube, da wird jetzt groß. Es kommt ein Riesenrätsel, das ich jetzt in der kurzen Zeit nicht schaffen möchte. Und ich möchte das volle Umfang euch zeigen. Dementsprechend machen wir hier einen Cut. Das werden wir aktivieren. Und dann geht's weiter. Oh, heute ist viel passiert. Aber viel auch Dummheit. Viel Bonbon. Abzuatmet. Ich gebe zu, heute war es ein bisschen hektisch meinerseits. Aber ich bin auch ein bisschen im Stress. Nicht viel Zeit. Der Umzug steht bevor und ich muss jetzt viel vorausplanen. Und das Spiel hat auch einfach diese Fable, ein bisschen hektisch zu reagieren mit dem Bumerang, der auf Zack ist. Also wie der Hammer, der schlagkräftig ist. Und ich bin gespannt, was kommt. Denn jetzt haben wir ein riesengroßes Rätsel vor uns und ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis zum nächsten Mal. Euer Andrew Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.